Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, euer Alex. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Wie man unschwer erkennen kann, soll es in diesem Video um Barcodes gehen. Wir klären die Frage, was sind überhaupt Barcodes? Welche Barcodes gibt es denn auf dem Markt, die gängig sind? Welcher Barcode ist für was bestimmt? Wann brauche ich unbedingt Barcodes und wann vielleicht weniger? Und natürlich die Frage, wo beantrage ich einen Barcode für mich? Das alles in diesem Video. Bleib bis zum Schluss dran. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video. So Freunde, lasst uns in diesem Video mal klären, was es denn überhaupt auf sich hat mit Strichcodes, Barcodes, ERN-Nummern und so weiter und so fort. Das Ganze in diesem Video. Wenn dich solche Themen interessieren, dann abonniere doch gerne diesen Kanal, drücke auf die Glocke, so verpasst du auch kein weiteres Video mehr. Ich gebe hier regelmäßig Mehrwertes an die Hand, um dir das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay zu erleichtern. Gib mir dem Video auch jetzt schon mal einen Daumen hoch, das motiviert mich, viele weitere solche Videos zu machen und lässt uns als Community weiter wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Ihr seht es hier, ich habe euch einige Begrifflichkeiten hier eingeblendet, die im Grunde genommen Strichcodes, Barcodes sind. Und wir werden uns hier die relevanten anschauen, die für uns im Grunde genommen wichtig sind, um bei Amazon beispielsweise zu verkaufen. Denn bei Amazon, wie die meisten wissen, ist das Ganze zwingend erforderlich. Ohne EAN-Nummer bzw. GTIN-Nummer kannst du da keinen Artikel online stellen. So, und dann gehen wir mal kurz die Sachen durch. Im Grunde genommen GTIN-Nummer und EAN-Nummer sind hier in dem Falle grau hinterlegt, weil es im Grunde genommen das gleiche ist. Bis 2005 gab es die EAN-Nummer, danach wurde es durch die GTIN-Nummer übernommen quasi und seitdem ist GTIN-Nummer der Begriff, der eigentlich relevant ist, jedoch wird es immer noch unter der EAN-Nummer genannt, weil der Begriff EAN so verinnerlicht wurde von den Leuten und deshalb kennt man das immer noch unter EAN. So, dann kommen wir zu den FNSKU. Das ist die Nummer, die du zugeteilt bekommst, beziehungsweise der Code. Wenn du bei Amazon die Artikel einschickst zu Amazon und FBA nutzen möchtest. Ja, das ist der Code, den du dann auch kriegst von Amazon. QR-Code, das ist auch schon so ein Code, den jeder schon mal gesehen hat von euch. So ein quadratischer Code, damit wirst du meist auf irgendeine Seite oder auf eine App weitergeleitet. Auch vielleicht relevant. UPC, das ist quasi das gleiche wie EAN-Nummer, nur für den US-amerikanischen Markt anzuwenden und ich glaube auch Kanada verwendet das Ganze. Und ISBN, das ist zum Beispiel das Ganze, was auf den Büchern drauf ist, hat auch schon sicherlich jeder schon mal gesehen. Das sind wie gesagt nur einige, es gibt noch viele, viele andere. Und uns interessiert hier die linke Seite, wenn wir hier auf Marktplätzen wie Amazon und eBay was verkaufen möchten, interessiert uns hier die linke Seite. Im Grunde genommen, EAN-Nummer ist sehr relevant, FNSKU wird von Amazon zugeteilt und dementsprechend müsst ihr diese nicht extra beantragen. Die EAN-Nummer bzw. GTIN-Nummer könnt ihr beantragen und braucht ihr, wie gesagt. Und zwar tut ihr das Ganze hier auf der offiziellen Seite gs1-germany.de. Ich packe den Link unten in die Beschreibung, dann gelangst du direkt hier auf diese Seite. Bitte tut mir einen Gefallen, kauft keine Codes irgendwo bei eBay, denn EAN-Codes werden in Masse angeboten auf Marktplätzen wie eBay und zu sehr, sehr günstigen Preisen. Da ist es sehr verlockend, das Ganze zu kaufen. Nur da muss man wirklich vorsichtig sein, weil wenn man da was kauft, dann hat man vielleicht auch eine funktionierende EAN-Nummer, jedoch ist diese dann der Firma bzw. dem Unternehmen zugeordnet, der die registriert hat. Und das seid ihr in dem Fall nicht. Und dementsprechend gehört euch auch diese Nummer nicht. Deswegen hier vorsichtig. Und noch eine Sache ist, eine EAN-Nummer muss jährlich verlängert werden. Das heißt, wer euch diese EAN-Nummer verkauft und er verlängert sie nicht, dann erlischt sie. Und dann wird diese Nummer irgendwann jemand anderen zugeordnet und dann wird es da ganz große Probleme geben, wenn ihr diese Nummer beispielsweise schon auf sehr vielen Produkten bedruckt habt und diese Nummer gar nicht mehr euch gehört oder euch zugeordnet werden kann. Ganz wichtig. Deshalb kauft die Nummern ganz einfach hier auf gs1-germany.de, wie gesagt, Link unten in der Beschreibung.
Das Ganze kostet euch, ich klicke mal hier drauf, und zwar Codes, Barcodes jetzt bestellen, jetzt kaufen. Ab 55 Euro pro Kalenderjahr bekommt ihr hier 10 Codes. 10 Codes ist nicht wenig, das klingt erstmal wenig, jedoch könnt ihr hier damit 10 Produkte mit ERN-Codes bzw. Strichcodes versehen. Ihr müsst darauf achten, dass jede Variante, deshalb habt ihr, wenn ihr Produkte mit Varianten habt, jede Variante eines Produktes, beispielsweise bei einem T-Shirt, die Größe, die Farbe, braucht eine eigene ERN-Nummer. Darauf solltet ihr achten. Braucht ihr dann mehr, dann könnt ihr das Paket hier mit mehr nehmen und dementsprechend könnt ihr da auch über 1000 ERN-Nummern bekommen. Somit könnt ihr eine große Palette auch an Strichcodes bekommen, die dann euch zugeordnet werden. So, und hier wollte ich euch einfach mal zeigen, dass bei Amazon beispielsweise auch hier eine ERN- oder GTIN-Nummer zwingend erforderlich ist. Ohne diese könnt ihr einen Artikel gar nicht bei Amazon einstellen. Dementsprechend benötigt ihr das. Anders sieht das Ganze hier natürlich bei eBay aus. Denn eBay sagt zwar, eine ERN-Nummer ist zwingend erforderlich, dennoch habt ihr hier immer noch die Möglichkeit zu sagen, nicht zutreffend. Denn eBay ist immer noch hauptsächlich ein Gebrauchtwarenmarkt und nicht jede Gebrauchtware kann einer ERN-Nummer zugeordnet werden, beziehungsweise ein Artikel einer ERN-Nummer. Und dementsprechend habt ihr hier die Möglichkeit, immer noch nicht zutreffend zu machen, auch bei Produkten, die ihr aus China importiert und das Ganze hier weiterverkaufen möchtet. Deswegen eBay eignet sich da recht gut zu, wenn ihr keine ERN-Nummern haben möchtet. Aber ich empfehle euch dennoch, Produkte mit ERN-Nummern zu versehen, denn auch es ist eine Frage der Zeit, bis auch eBay hier was tut und für Neuware beispielsweise dann sagt, eine ERN-Nummer ist zwingend erforderlich, sonst kann das Produkt gar nicht online gestellt werden. So. Und jetzt ist die Frage, wie bekommt ihr eine ERN-Nummer auf das Produkt? Denn wenn ihr sie hier bestellt bei GS1, dann bekommt ihr einfach nur einen Code. In der Regel ist es ein 13-stelliger Code. Und dann packe ich euch diesen Link auch mal rein von dieser Seite. Hier generiere ich meine Links, beziehungsweise hier generiere ich meine ERN-Codes. Und ihr habt hier die Möglichkeit, verschiedene Barcodes zu machen. Und in der Regel wird es dann ein ERN-Code sein, und zwar ein 13-stelliger, da müsst ihr drauf achten. Und dann fügt ihr hier einfach eure Nummer ein und bekommt direkt einen ERN-Code ausgegeben. Ihr könnt hier einige Einstellungen noch treffen. Ich würde euch empfehlen, die Auflösung nicht unter 300 zu wählen und den Bildformat auf PNG einzustellen. Das sind so die wichtigen Sachen. Und dann bekommt ihr hier eine ERN-Nummer, die ihr euch dann herunterladen könnt. Und diese Nummer schickt ihr dann einfach an den Lieferanten, zum Beispiel bei Alibaba. Und diese werden euch diese ERN-Nummer bekleben bzw. bedrucken auf eure Produktverpackung und das Ganze sogar kostenlos. Ja? Die kalkulieren das meistens in den Preis mit ein, also die meisten machen das kostenlos. Genauso wie auch, wenn ihr FBA machen möchtet, die FNSKU, die ihr dann ja zugeordnet bekommt, wenn ihr einen Anlieferplan erstellt. Apropos Anlieferplan, wenn du wissen möchtest, wie dieser erstellt wird, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, blende ich dir hier oben ein in der Infobox, kannst du dir gerne anschauen. Auch da, wie gesagt, bekommst du einen Strichcode zur Verfügung gestellt von Amazon und den kannst du natürlich auch an Amazon bzw. an den Lieferanten von Alibaba schicken, der dir das Produkt dann mit diesem Code versieht, sodass Amazon dein Produkt dir zuordnen kann. Soweit, so gut. Das sind die Informationen, die ich dir geben kann. Falls du noch Fragen hast, gerne unten die Kommentarfunktion nutzen. Ich würde mich darüber freuen. Ansonsten, wenn du es noch nicht getan hast, abonniere diesen Kanal, drücke auf die Glocke, so verpasst du dann noch kein weiteres Video mehr. Gib dem Video einen Daumen hoch, das motiviert mich, viele weitere solche Videos zu machen und wir können als Community wachsen und uns unterstützen. Ich freue mich, wenn dir dieses Video gefallen hat und geholfen hat vor allem und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Bis zum nächsten Video. Viel Erfolg bei deinem Geschäft und beim Verkaufen. Alles Gute, ciao.